Hallo, hier ist Stefan von Leben und Forschen. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du zwischen zwei Kameras hin und her wechselst. Ich habe hier eine Kamera, die ist an die Kurve angebunden. Das macht man über die Constraints und zeigt auf diesen Pokal. Das ist auch ein Constraint. Und die andere Kamera, die habe ich mit Keyframes gesetzt, die Bewegung, und sie zeigt auf das Bild. Jetzt sehe ich aber immer nur die eine Kamera. Du wirst sehen, so ein Wechsel bringt wirklich einen tollen Effekt. Wie mache ich das? Ich gehe halt das Ganze mal an, gehe auf den ersten Frame, immer aufpassen, ob das 0 oder 1 ist bei deiner Animation. Hier ist es die 1. Aktiv ist sie ja schon. Dann gehe ich auf Marker und Bind Camera to Markers. Jetzt gehe ich an die Stelle, wo ich möchte. Ne? Nehmen wir mal die 60 ungefähr. Und mache die andere Kamera zur aktiven. Ich wähle sie an, könnte sie übers Menü nehmen oder Steuerung Numpad 0. Und jetzt siehst du die aktive Kamera, was sie sieht. Ja? Und auch wieder Marker, Bind Camera to Markers. Ich gehe hier drüben wieder in die Ansicht von oben, dann siehst du, was sich tut. Wir starten vorne und los geht's. Das war's schon. Ein toller Effekt, ganz einfach gemacht.